Willkommen zurück zu Let's Play The Arrival, Slender's Waterfall. Ja, mal Slider, aber jetzt, weil es nimmt kein gutes Ende, wenn ich die halb zusammenschlagen will, so verschrick. Muss gar nicht so schauen. Was haben wir da? Das ist übrigens, ich erinnere mich, das müsst. Oh. Von der Beta, der toll sieht. Das ist, wo man alle 8 Wo man alle 8 Seiten sammeln muss. Ah, fuck. Oxide Canoeing Rules. Personal floating devices must be worn at all times while in the water. Do not cross the lines floats into designated swimming areas. Reflective gear should be worn in canoeing. In canoeing at night, do not interact with any and all marine life. PFD is available at the rental shack. Okay. Keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Wow, da ist nochmal irgendwas gelegen. Keine Ahnung, was das war. Au! Das war mein Knöchel. Oakside Park has 3 canoes available for rental. Ich sehe nicht einmal ein Wasser. Ich höre zwar uns, aber ich sehe nichts. Ein Zaun. You are now entering Slender Forest. Good luck. Ja, ich habe es auch erklärt mit dem Licht, mit der Beleuchtung und mit dem Gamma ein bisschen besser angekriegt als beim letzten Mal. Man sieht jetzt ein bisschen mehr als sus. Das guckt mir zu bekannt vor. Au! Ach du Kacke. Aber schon mal, dass wir das mit dem Gebäude gleich am Anfang fertig bringen. Weil wir kennen es aus dem ersten Slender. Wenn man das nämlich am Schluss macht, dann dreht man sich um und dann startet dort und ja. Und jaus nicht dann ums Gesicht weg. Follows. Okay, das sind die Glierzettel wie damals. Ausgang irgendwo. Da geht's ein Ausgang. Nichts wie raus, bevor der auftaucht. So, noch ist nichts zum Sehen. Das ist schon mal relativ positiv schon. Noch sehen wir nichts. Und da ist ein Werk oder so. Da drin ist irgendwas, kann man dem Werk mal entlang. Nicht umschauen! Wenn ich etwas gelernt habe in Horror Games, dann ist es das, niemals umdrehen. Das ist absolut. Niemals umdrehen, das ist absolut genau das, was nicht machen sollst. Das sind zwei Werke. Wo gehen wir? Gehen wir da entlang. Heben wir uns ein bisschen Wasser. Joggen wir ein bisschen Wasser entlang. Tralalalalala, Slender Forest. Ah komm, das ist zu stark an Slender angelehnt. Irgendwo logisch, aber ich meine so von der Locations und vor allem fuck, Kassita, das Glück hat mich schon wieder verloren. Was? Oh fuck! Okay, wir gehen das andere Werk zuerst. Oh shit. Slenderman, du bist mal schon wieder entschieden zu früh da. Ich mag nicht durch den Wald gehen, dann schaut er wieder hinter jeder Bombe. Ich weiß es, wie es damals so war. Schade, dass ich kein Pulsmesser oder so habe. Das wäre vielleicht noch interessant, so mir so einen Pulsmesser anhängen und mal schauen. Wo man in welche Höhen das mit Puls rast, wenn ich so die Games ta. What the fuck? Oh shit, darum verschreckt mich. Sieht der Schnapper und dann startet dort. Gerdo, sieh. Da startet der kleine Riese. Lass mich bloß in Ruhe, ich schwör das. Was? Schon wieder so Gebäude-Dings? Na, Mann. Na. Ich hasse Gebäude bei Slender. Ah, fuck! Fuck!
Der steht genau hinter mir! Wow! Alter Schwede! Was? Was? Er steht genau hinter mir. Wenn ich mich jetzt umdrehe, hat er mich. Komm, das macht doch keinen Spaß so. Wir rennen nur dreimal im Kreis. Vielleicht bringt es irgendwas. Wir haben sie gefunden. Ah, fuck! Ich bin zu schlecht bei Slender. Ich bin viel zu schlecht. Was waren das jetzt? Zwei Sitte. Beim Versuch, die dritte Sitte zum Schnapper, ich ausnutze mich. Hä? Wo bin ich jetzt? Jetzt schaut die Welt ganz anders aus. Die Checks voll, ne? Ist das jetzt ein anderer Startpunkt, oder wie? Yep, es ist ein anderer Startpunkt. Egal, dann probieren wir mal dieses Glück nochmal. Hey Mann! Ich muss definitiv. Da ist eine Seite. Ich sehe die. Interessiert mich nicht, was da damals steht. Das sind nicht die gleiche Seite wie aus dem ersten Tal. Und es interessiert mich echt nicht, was damals steht. Ich schau einfach, dass ich so schnell wie möglich alle Seite sammle. Und dann hofft, dass ich irgendwie den Typ los wäre, weil der gab mir gewaltig. Da ist nochmal eine Seite. Ja, und es tut mir gerade leid, ihr merkt es wahrscheinlich, aber meine Framerate hat gerade wieder irgendwie die Hosen voll. Mindestens so wie ich. Und die droppt gerade körig und ich weiß nicht warum. Ich habe gerade vorher ein klein optimiert, dass meine Framerate so bei 29 ungefähr war und jetzt bin ich wieder bei 10, 1100. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, woran das liegt, und da ist das Gebäude schon wieder. Wo war die Sitte vorher? Die ist irgendwo da gehängt. The fuck? Irgendwo habe ich nichts gesehen. Komm mal rein da. Da knistert schon wieder überall. Fuck! Hallo. Da hängt sie. Oder hätte sie vorher... Nein, das ist sie gar nicht. Scheiße! Egal, dann rennen wir einfach. Ist dahinter... Ist ein Licht oder irgendwas? Ich latsch mal dahinter. Vielleicht finde ich da etwas. Da ist nochmal irgendeine Karre. Ah, Fußschritt hinter mir. Ich hasse es. Okay, das ist die eine Karre wieder... Ah, okay. Jetzt weiß ich ungefähr, wo ich bin wieder. Da bin ich nämlich kaum. Shit. Aber da ist nochmal ein Werk, oder täuscht's mich? Nein, das ist kein Werk, das ist einfach nur Wald, aber vielleicht finden wir irgendwas im Wald. Ich kenne mich ja nicht aus in dem Spiel. Ich habe bloß mal ein Video gesehen, wo einer die Beta davon gespielt hat, also eigentlich die Demo-Version damals. Und das war, glaube ich, genau der Tor. Aber irgendwie schaut's, glaube ich, Licht anders aus, weil sich doch einiges verändert hat seit damals. Und yes. Da damals da. Da haben wir Start, aber irgendetwas ist da da. Okay. Okay. Das war wahrscheinlich der tödlichste Fehler, den ich machen habe können, so lange Atemstarre, weil er jetzt, weil sie nicht genau hinter mir steht und ich mich jetzt garantiert nicht umdrehen will. Ich warte, bis er mir wieder von vorne ins Gesicht juckt. So. Was ist das da? Ist sicher irgendwas hinter dem? Jawohl. 3 von 8. Sind mal schon mehr als vorher, das ist schon mal schon ein Vorteil. Okay, latsch mal weiter. Immer Sturm, Berg entlang, da ist eine Kreuzung! Na toll, über Minim Orientierungssinn. Na, ich hab schon drei Sitter und ich hab was am Arsch und ich. Ich denke, ich gehe nicht dran, da jetzt hin zum Gehen. Ach, scheiß drauf. Nutzt ja nichts, ich muss ja sowieso hin. Da ist nix. Schnell wieder raus. Du kannst mir nichts, aha. Du kannst mir dahin gerne nichts. Du kannst mir nichts dahin. La 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 la.
Was? Da ist kein Sitz dahin? Umsonst da reingegangen. Slenderman. So. Bastard! Jetzt laufe ich aber noch entlang, wo ich vorher gewesen bin. Da komme ich gleich wieder zum Kanu habe. Da hinten ist schon irgendein Scheinwerfer oder so. Wo ist das Kanu an? Da war doch ein Kanu, da war ein Sitter letztes Mal. Wo ist die jetzt an? Da verschieben sich ja sogar die Locations, ne? Plus die Zettel. Das ist ja mal beschissen. Und zwar übelst beschissen. Das ist schon beschissen, was mache ich jetzt wieder da? Da war vorher kein Sitter, vielleicht ist jetzt irgendwo ein Sitter da. Wir haben sie, da ist die Sitter. Schnell schnapper und. Warum hängt ihr da mal? Das sieht ja kein Mensch. Da ist das Scheißhaus. Ich muss mal dringend. Scheißhaus. Bitte sei da Sitter. Oh oh, oh oh, oh oh, schlecht. 5-8, wow, da steht er. 5-8, das kann ich schaffen, das kann ich schaffen. Oh oh. Da ist wieder der gruselige Hintergrund-Sound, den ich nicht mag, den ich beim alten Länder schon nicht möge. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! 6-8! Ich kann das total schaffen diesmal. 6-8, das ist schon viel mehr als. Das ist mehr als damals. Im Altersländer habe ich 5, ich glaube, geschafft, wie die Let's Plays gemacht habe. Mein Rekord liegt bei 7 Sitter. Ungefähr so 5 Sekunden nachdem ich die letzte Sitter, also die 7. Sitter geschnappt habe. 5, 6 Sekunden später, zack. Oh, wow, oh, wow, oh, du nicht schon wieder. Du kannst mir gestohlen bleiben. Gang weg, gang weg. Ich kann nur viel sprinten. Ich hatte schon meine Ausdauer viel zu aufgebraucht. Ich wollte Omega. Jetzt startet mir der Trottel einfach im Werk. Das ist so unfair, dass ich nicht immer dauernd den Werk ab. Und ich glaube, guck mal langsam näher. So. 12 Minuten. Ist eigentlich schon ein Todeszieg sie beim normalen Slender. Und ich bin gespannt. Da komme ich wieder zum Gebäude auf, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja, fuck. Ah, da steht er! Dreck! Der hat sich gerade weggeportet, das ist. Schlecht, 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 schlecht. Da startet sicher. Fuck, verschreck mich doch nicht so, du Affe-Kind. Es knistert immer noch. Er ist hinter mir. No way, no fucking way. Oh! Fuck! Ich hasse die scheiß Knister-Screens, wenn er sich scheiß teleportiert. Was, da schon wieder? Da habe ich doch schon die Sitte. Jetzt habe ich sie. 7-8! 7-8! Holy fuck! Ich bin so tot, ich bin so tot, ich bin so tot, ich bin so tot, ich bin so tot! Was ist das erzählt? 7-8! 7-8! Bitte sei da Sitter, bitte sei da Sitter, bitte sei da Sitter! Irgendwo, 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 da, 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 da! Yes! Motherfucker, du kannst mir gar nichts! Und es ist plötzlich verdächtig ruhig, es gefällt mir nicht. Hey, das ist das erste Mal überhaupt, dass ich in. Was? Ich lebe noch? Oh fuck! Renn, 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 renn! Ah! Was geht da? Wie kommen wir denn aus? Ah! Ah! Hey Loading, ich glaube, wir haben es geschafft. Hey, das ist das erste Mal, dass ich bei Slender, bei irgendeinem, vor einer Slender-Ableger, alle Sitter gefunden habe. Das ist jetzt relativ zügig eigentlich gegangen, das erstaunt mich gerade. Okay, und es stellt sich heraus, dass ich einen Unfall gebaut habe mit meinem Karre und jetzt bin ich da in irgendwo gestrandet und es ist mir gar nichts passiert, glaube ich. Nö. Ich bin von der Dame runtergefallen, haben mir den Schädel an dem Stor da angeschlagen, meine Orientierung und mein Bewusstsein verloren und stand jetzt irgendwo, wo ich nicht weiß, wo ich bin. Das macht total Sinn. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns in dem Fall bei der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schöne Arbeit noch und viel Spaß.